Walter hat unseren sportlichen Superstar Andi Witthölzl auf der Silberbergschanze in Fieberbrunn zum Sprung in die Weltelite verholfen. Erfolge wie die Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen in Nagano 1998 oder Gold und Gesamtsieger bei der Vierschanzentournee im Jahr 2000 sprechen für sich. Andi, gell, was die? Einen guten Sprung möchte ich noch sehen. Nach dem ersten Durchgang ist Andreas Witthölzl Dritter, die Verfolger dicht an seinen Fersen. Der sentimentale Favorit der Massen, Masahiko Harada, führt. Soweit so gut. Gut für Japan, gut für Österreich. Das Finale, Katsuyoshi Funaki, Vierter nach Sprung 1, landet unsauber bei 90,5 Metern, erhält dennoch hohe Noten und geht in Führung. Dann Andreas Witthölzl. Der Tiroler zaubert saubere 90,5 Meter in den Auslauf. Er hält aber dennoch die schlechteren Noten und fällt hinter Funaki zurück. Lange Minuten des Bangens haben begonnen. Der Zweite nach dem ersten Sprung, Jani Soininen, der Finne, überholt Andreas Witthölzl. Nur noch einer ist oben. Schafft Masahiko Harada den Olympiasieg in der Heimat oder verliert er alles und bleibt Witthölzl Dritter? Nur 84,5 Meter. Jani Soininen ist der Olympiasieger. Aber wie weit fällt der Japaner zurück? Aber es reicht schließlich. Der 21-jährige Fieberbrunner gewinnt bei seinen ersten Olympischen Spielen die Bronzemedaille. Yes, kid. Yeah, but it's fun.